Fünf Filme, die eigentlich echt harmlos sind und dennoch jahrelang auf dem Index waren. Scream von 1996. Da der FSK die Tötungsszenen zu heftig waren, bekam der Film ein ab 18 verpasst und wurde 98 auch noch auf den Index gesetzt. Erst 2011 war damit Schluss und der Film erhielt eine neue Einstufung ab 16. Und auch Terminator 1 wurde 85 von der Bundesprüfstelle auf den Index für jugendgefährdete Medien gesetzt. Der Grund: zu heftige Gewaltszenen. 2003 ging dann ein Antrag auf Listenstreichung ein, dennoch blieb der Film drauf. Erst 2010, also nach 25 Jahren, wurde Terminator endlich vom Index gestrichen.